Er weist in einer Rede trocken und ohne sichtbare emotionale Erregung darauf hin, dass die Gefahr eines alles vernichtenden globalen Atomkriegs aktuell höher ist als jemals seit der Kuba-Raketenkrise. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, lawmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Hey! No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour's getting late. Hey. Dass die Vereinbarung am Ende nicht an Russland, sondern an einer Intervention von Boris Johnson mit Rückendeckung der USA scheiterte, der extra nach Kiew gereist ist, um Zelensky unter Druck zu setzen, das Abkommen nicht zu unterzeichnen, das wurde bereits in verschiedenen Artikeln beschrieben. Und es war im September auch noch einmal in einem Beitrag des besagten Quincy-Instituts zu lesen. Und interessant, besonders interessant, ist die dort ebenfalls nachzulesende Begründung für diese Intervention von Johnson. Der Westen, sprich vor allem die Vereinigten Staaten und Großbritannien, ist nicht bereit für ein Ende des Krieges. Das war nach der Veröffentlichung des Quincy-Instituts die Begründung, die wesentliche Begründung von Johnson, warum Zelensky dieses Abkommen nicht unterschreiben soll. Also das Ende war möglich, man wollte es nicht. All along the watchtower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. But outside in the cold distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, and the wind began to howl. Hey! Die Marines, weil wir alles töten, was uns vor die Augen kommt. Er spielt sein Spiel, wir spielen unseres, um uns dankbar zu zeigen für so viel Macht. Kümmern wir uns darum, dass der Himmel immer mit frischen Seelen bestückt wird.